Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Dieses Motto machten sich einige Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Böhringen am Dienstag zu eigen. Denn trotz Regen ging dieser dort mit Cindy Holmberg auf eine Sommerwanderung, die zu ihrer Sommertour gehört. Die Vorfreude war trotz des schlechten Wetters groß. Die Route geht zum Brünnle, darauf freue ich mich auch am meisten. Tatsächlich wandere ich ja gar nicht so viel auf der Alp, das will ich jetzt nachholen. Das ist sozusagen mein Startschuss. Auf ihre Runde erhoffte sie sich, auch selbst noch einiges über die Region zu lernen. Am Dienstag stand ein Thema besonders im Vordergrund. Ich möchte mir also auch noch etwas über den Zustand der Wälder mitteilen lassen, auch hier in Römerstein. Und genau, das nächste Top-Thema, was auch Thema Wald betrifft und auch Kerngebiet Biosphäre, ist natürlich auch Windkraft. Diese zeigte auch gleich, wozu sie in der Lage ist. Bei den Teilnehmern indes war die Farbe der Bäume Programm. Denn neben interessierten Bürgern waren unter anderem der grüne Europaabgeordnete Niklas Ninas und der Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, Andreas Schwarz, mit dabei. So eine Wanderung bietet immer eine gute Möglichkeit, auch direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Und das ist mir wichtig, quasi das Ohr auch nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu haben, die Themen aufzugreifen, die Sorgen aufzugreifen und auch unsere Politik zu erklären. Neben regionalen Themen wie den Wäldern und der Flächenentwicklung spielten auch überregionale Themen eine Rolle, vor allem die aktuellen Krisen. Also das sind sehr vielfältige Themen, die die Leute bewegen. Da geht es zum einen darum, wie kommt man durch diese schwierige Zeit? Inflation steigt, die Preise steigen. Wie kann man da die Bürgerinnen und Bürger gut unterstützen? Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein großes Thema. Sprich, wie kann ich die Energieversorgung sicherstellen? Doch auch die aktuelle Asylpolitik und die Themen Wohnraum, E-Mobilität und der Fachkräftemangel waren Teil der Gespräche. Antworten wolle Schwarz gerne auf all diese Punkte geben. Das hatte er sich für seine Sommertour vorgenommen. Das tut er in den nächsten Wochen auch weiterhin, denn seine Sommertour ist noch nicht vorbei. Und auch für Cindy Holmberg geht ihre Tour durch die Region weiter. Nur das Wetter darf dann wahrscheinlich gerne etwas besser sein.